Herzlich willkommen, mein Name ist Lothar Winnen von Online Experience. Ich möchte dir in diesem Video erklären, was eine Employer Branding Strategie ausmacht, was auch die entsprechenden Vorteile sind für die Praxis. Warum möchten wir dir das vorstellen? Der Grund ist einfach. In unserer Beratungspraxis bei Online Experience werden wir immer wieder gefragt, was ist denn diese abstrakte Employer Branding Strategie? Brauche ich das überhaupt? Macht es nicht Sinn, einfach in das Social Media Marketing zum Beispiel einzusteigen, um neue Fachkräfte zu gewinnen? Die Antwort ist nein, das sollte man in vielen Fällen nicht tun. Und warum das so ist, erklären wir dir ausführlich in diesem Video. Viel Spaß! Kommen wir nun zur Ausgangslage. Warum ist eine Employer Branding Strategie wichtig? Fakt 1, der Bewerbermarkt ändert sich. Bewerbende wissen, dass sie sich nicht mehr klassisch bewerben, sondern die Unternehmen sich bei ihnen bewerben. Somit ist der Bewerber nicht mehr bereit, sich vielfach und langatmig zu bewerben und Anschreiben, Lebensläufe und so weiter zu verfassen. Der Fachkräftemangel schlägt somit in fast allen Branchen massiv zu und Unternehmen, die hier im Social Media Recruiting, aber auch im Mobile Recruiting den Anschluss verlieren, merken selber, dass sie ein ganz großes Problem bekommen. Zudem wissen wir aus der Forschung, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Social Media Management und einem erfolgsversprechenden Recruiting. Also Unternehmen, die im Social Media Bereich sehr präsent sind, haben hier ganz offenkundig Vorteile. So, das ist erstmal die Ausgangslage und erklärt vielleicht noch nicht, warum wir eine Employer Branding Strategie brauchen. Zunächst einmal möchte ich drei unterschiedliche Begriffe erklären, wie Employer Branding oder Employer Brand, Personalmarketing, Social Media Recruiting oder allgemein Recruiting und Personalbeschaffung. Wie hängen diese Bereiche überhaupt zusammen? Das ist wichtig zu verstehen, damit man auch versteht, was eine Employer Branding Strategie später ausmacht. Kommen wir erstmal zum Bereich Personalbeschaffung oder Rekrutierung oder im Englischen Recruiting. Hierbei geht es darum, kurzfristig den Personalbedarf zu decken. Du hast ein Fachkräfteproblem und was machst du? Das kennst du. Du schreibst eine Stelle aus auf deiner Website, in einer Online-Stellenbörse, vielleicht auch noch in einer Zeitung und du wunderst dich in vielen Fällen, naja, warum klappt das natürlich nicht? Ne? Das ist aber die Personalbeschaffung. Man macht die ganz offensichtlichen Dinge, um den Stellenbedarf zu decken. Und hierzu zählt, wie ich gerade sagte, die Stellenausschreibung, die Platzierung von bezahlten Anzeigen in Zeitungen und Online-Stellenbörsen, was heute eigentlich der übliche Weg ist. Hierunter können auch Dinge fallen wie Social Media Recruiting, also bezahlte Anzeigen oder Jobanzeigen in den sozialen Medien bezahlt zu schalten. Das Ganze ist aber natürlich nur dann erfolgsversprechend, wenn man sich von den anderen Konkurrenten, die auch um diese Leute buhlen, sich natürlich abhebt. Deswegen bringt es in vielen Fällen nichts, einfach nur den Stellenbedarf in der Reichweite auszuspielen. Hier kommt nun die zweite Säule zu tragen, nämlich das Personalmarketing. Das Personalmarketing ist nicht kurzfristig angelegt, sondern eher mittelfristig, wirkt so über 1-2 Jahre. Hier geht es darum, dass man in den wesentlichen Kanälen als Arbeitgeber präsent ist und sich vorstellt mit seinen entsprechenden Vorteilen, mit seinen Benefits, mit den Dingen, die einen einzigartig unterscheidbar von der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt macht. Und das unterstützt natürlich die Personalbeschaffung, denn es geht ja nicht nur darum, dass ganz, ganz viele Leute eine Stellenausschreibung wahrnehmen. Sie sollen ja auch motiviert werden, sich bei dir zu bewerben. Und das machen sie, wenn sie von dir überzeugt sind. Und hier geht es eben nicht nur darum, auf der Website, auf der Karriereseite eine gute Präsenz zu haben, sondern sich überwiegend auch in den sozialen Medien, dort wo ein Großteil der Zielgruppe präsent ist, sich dort mit guten Inhalten zu präsentieren. Und hier können natürlich noch weitere Aspekte eine Rolle spielen, wie E-Mail-Marketing, Blogging, Influencer-Marketing für das Thema Personalmarketing. Also Social Media spielt hier eine ganz, ganz große Rolle, um die Arbeitgebermarke hier bekannt zu machen und gewisse Botschaften zu senden. Die Frage ist aber natürlich, was für Botschaften sende ich? Die Präsenz alleine ist ja schon gut, aber wenn ich die falschen Botschaften sende über meine Bildsprache, meine Videos, dann habe ich ein Problem. Ich möchte mich ja unterscheidbar zu den Konkurrenten aufstellen. Und hier kommt dann die dritte Säule zum Tragen, nämlich das Thema Employer Branding. Hier geht es darum, dass man eine Arbeitgebermarke aufbaut und kommuniziert. Und im Bereich der Arbeit des Arbeitgebermarkenprozesses, also diese Marke zu bilden, stellt man sich die Frage, was macht uns aus? Was grenzt uns von der Konkurrenz ab? Und haben wir eine richtige Marke im Bereich Employer Branding, also der Arbeitgebermarke, um nach außen zu kommunizieren? Und mit welchen Botschaften kommuniziere ich?
Dann im Personalmarketing. Also man stellt sich auf einer ganz abstrakten Ebene die Frage, was macht uns aus, was sind unsere Botschaften, die dann der Kommunikation in allen sozialen Medien zugrunde liegt. Das ist also eine abstrakte Aufgabe und damit beginnt auch immer die Employer Branding Strategie mit der Frage, wer bin ich und was sind die Botschaften, die ich dann widerspruchsfrei über alle Kanäle senden will. Ja? Und das dauert natürlich über viele, viele Jahre. Und das sollte natürlich an erster Stelle stehen. Also erstmal sich darüber Gedanken machen, was ist meine Marke, was macht uns aus, was sind die Botschaften. Und wenn das steht, kann man widerspruchsfrei und vor allem unterscheidbar, wertvoll, wichtige Botschaften senden. Denn eins ist dir bestimmt klar, man kann sich so 2-3 Sätze über vielleicht ein Unternehmen merken, aber irgendwann hört es auch auf mit unserer Aufnahmefähigkeit. Was sind also Erfolgsfaktoren in diesem Arbeitgeber-Markenbildungsprozess, also im Employer Branding? Da haben wir zumal den ersten Punkt. Wenn du eine positiv besetzte Arbeitgebermarke hast, also du giltst als guter Arbeitgeber und kannst diese Versprechen einlösen, ist das super. Ja, da muss man nicht lügen, sage ich ganz abstrakt. Also irgendwelche Geschichten erzählen, warum du gut bist, was nicht stimmt. Ja, das ist schon mal ein großer Vorteil. Du brauchst also zufriedene Mitarbeiter, die auch bereit sind, das zu bestätigen, was du auf deiner Website in den sozialen Medien kommunizierst. Die Kommunikation der Arbeitgebermarke muss dann über das Personalmarketing natürlich erfolgen, sonst wird dich keiner wahrnehmen. Ja? Ein ganz wichtiger Punkt sind auch, dass du Rekrutierungsprozesse definiert hast, denn hierbei klärt man, wer ist verantwortlich für die Bewerbung, für die Sichtung, für die Bewertung. Oftmals ist das in vielen Unternehmen gar nicht definiert. Das wird auch im Rahmen einer Employer Branding Strategie aufgegriffen, damit man Bewerber nicht verliert. Ja, ein Bewerber erwartet eine schnelle Rückmeldung und dafür müssen Rekrutierungsprozesse klar definiert sein mit Verantwortlichkeiten und Fristen. Ein weiteres Thema ist die enge Abstimmung, gerade in größeren Unternehmen, zwischen der Personalabteilung, dem Marketing und auch der Unternehmensführung. Wenn diese Bereiche nicht gut ineinander greifen, dann kommt es oft zu Problemen. Die Qualität leidet bei kommunikativen Botschaften. Verantwortlichkeiten sind nicht klar, man fühlt sich nicht verantwortlich. Deshalb ist es wichtig, dass sie gut miteinander arbeiten und das kann man auch über gute Rekrutierungsprozesse sicherstellen und auch das wird im Rahmen einer Employer Branding Strategie erarbeitet. Und letzter Punkt, trivial, aber super wichtig, man braucht ein ausreichendes Budget und ausreichende personelle Ressourcen, um die ganzen Maßnahmen im Recruiting, Personalmarketing und Employer Branding überhaupt umzusetzen. Das ist überhaupt nicht trivial. In vielen großen Unternehmen hat man oft das Problem, dass die Gelder vielleicht auch da sind, aber für jede Einzelmaßnahme, die vielleicht nicht in einem großen Projekt definiert ist, müssen die verantwortlichen Mitarbeiter immer wieder sich Budgetfreigaben holen und das ist sehr langwierig und demotiviert. Was macht man denn jetzt, wenn man so eine Employer Branding Strategie entwickelt? Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, es geht darum zu verstehen, wer sind wir? Was macht uns aus? Was macht uns unterscheidbar? Das ist natürlich das eine. Ja. Man muss sich auch klar werden über seine Stärken und Schwächen für die Kommunikation nach außen, aber auch um das Team optimal aufzustellen, denn da kommen ja eine Menge Leute zusammen. Man hat jemanden, der macht Recruiting, der andere betreut die Social Media Kanäle, der macht Personalmarketing, der andere betreut vielleicht das ganze Thema Tag der offenen Tür, Messemarketing, Schulkooperation. Der macht also eher das klassische Personalmarketing. Ja? Und dann gibt es auch klassische Personaler, die Marketingverantwortlichen. Das heißt, da müssten eine Menge Leute miteinander sprechen und zusammenkommen und Aufgaben verteilt werden. Und da ist es immer gut zu wissen, was läuft da gut und was läuft da nicht gut. Das heißt, das Herausarbeiten der Stärken und Schwächen ist entscheidend. Dann wird die Arbeitgebermarke definiert, haben wir schon im Prinzip gesagt. Dann muss man messbare Ziel- und Bewerberzielgruppen definieren. Messbare Ziel heißt, wir müssen einfach sagen, was wollen wir zum Beispiel in den nächsten 2 bis 3 Jahren erreichen. Klar, meistens geht es hier um Bewerbungsquantität und Qualität. Wir wollen einfach mehr Bewerbungen bekommen, gute Bewerbungen, die wollen wir einstellen. Das ist klar. Sowas kann man einfach messen über die Anzahl und Qualität der Bewerbungen, die man bekommt. Das ist auch wichtig, solche und weitere Ziele festzusetzen, damit man auch rechtfertigen kann, warum gibt man überhaupt im Jahr 20, 30, 40, 50.000 oder mehr aus. Gerade der klassische Controller im Konzern will das wissen oder der Geschäftsführer natürlich oder die Geschäftsführerin. Ja? Die Bewerberzielgruppen zu definieren, ist super wichtig. Gerade auch für das Personalmarketing. Heutzutage braucht man bezahlte Stellenanzeigen in den sozialen Medien zusätzlich zu den Online-Stellenbörsen. Und hier muss man natürlich wissen, wer sind denn unsere Bewerberzielgruppen? Was sind die wichtigsten? Sind das Azubis, also potenzielle Azubis? Sind das Einsteiger? Sind das Leute mit langjähriger Erfahrung? Sind das Leute mit einer hochwertigen Ausbildung oder nicht?
Wo sind die? Was machen die? Das ist ganz wichtig, um die Werbekampagnen später bezahlt sinnvoll zu platzieren. Und deshalb muss man auf jeden Fall die Zielgruppen kennen und definieren. Und das macht man auch im Rahmen der Employer Branding Strategie. Da muss man auch natürlich ganz klar festlegen, was wollen wir denn überhaupt machen? Was sind denn Maßnahmen? In welche Kanäle gehen wir? Wollen wir jetzt TikTok bespielen? Instagram, Xing, LinkedIn? Wollen wir Newsletter-Marketing aufbauen für neue Bewerber? Coole Überlegung. Ja, wir können eine ganze Menge machen. Super. Das wird aber schiefgehen, das sage ich dir. Aus welchen Gründen? Das ist klar. Man verzettelt sich, man macht viel zu viel. Und auf einmal ist es wichtig, dass man auf Basis der Ressourcen, die man auch realistisch hat, also der zeitlichen und finanziellen Ressourcen, klar festlegt, in welche Kanäle gehe ich, was mache ich da konkret? Ja? Also zu sagen, ich gehe in TikTok rein, macht ja vielleicht Sinn, aber will ich dann nur normale Beiträge bringen oder auch bezahlte Werbung platzieren? Das ist eine entscheidende Frage. Und das sollte man erstens festlegen, zeitlich über 2-3 Jahre verteilen, damit es überhaupt abarbeitbar ist, und auch die finanziellen Ressourcen festlegen, damit die Mitarbeiter, die das umsetzen, nicht alle 2 Monate zur Chefin, zum Chef, zum Vorgesetzten und sagen, jetzt möchte ich das machen, jetzt möchte ich das machen. Also so, man will vermeiden, immer so kleine Inselprojekte sich freigeben zu lassen. Und da hilft natürlich so ein Projektplan mit einer zeitlichen Schätzung, ne, wie viel Zeit notwendig ist und welche Sachkosten ausgegeben werden müssen. Es ist ganz entscheidend, dass man sowas macht, so klassisches Projektmanagement betreibt. Dann der letzte Punkt, das habe ich aber im Prinzip schon gesagt, dieser Projektplan müsste dann nach der Strategieerarbeitung umgesetzt werden. Also im Rahmen der Strategie sollte so ein Projektplan erarbeitet werden. Und wenn die Strategie steht, dann kommt die Entscheidung, wollen wir das umsetzen oder nicht. Und wenn es umgesetzt wird, dann haben die Mitarbeiter die Sicherheit, dass das auch über die nächsten 2-3 Jahre ausgerollt wird. Was bringt das Ganze denn jetzt? Was ist denn der Nutzen des Ganzen? Liegt teilweise auf der Hand für dich, aber teilweise auch nicht. Nun ja, erst einmal, wenn an so einer Employer Branding Strategie, gerade in größeren Unternehmen, mehrere Personen zusammenkommen und das gemeinsam erarbeiten, Vertreter der Geschäftsführung, Vertreter aus dem Marketing, die bereits Websites und Social Media Kanäle betreuen, Personalverantwortliche, Social Media Redakteure, die teilweise im Marketing oder auch im Personal sitzen, ja, aber auch Experten aus den Fachbereichen, also aus den unternehmerischen Funktionen, die ja meist immer eingebunden sind in den Personalbeschaffungsprozess, dann hat man auf einmal da 15 Leute sitzen, gerade bei größeren Unternehmen, und die werden sensibilisiert. Die verstehen, wenn sie in den Prozess eingebunden werden, zum Beispiel über Workshops, wie wichtig das Ganze ist. Die müssen nämlich mitwirken, sonst funktioniert das nicht. Es bringt ja nichts, Recruiting-Prozesse zu definieren, wenn der Experte in den Fachbereichen am Ende keine Lust hat, eine Bewerbung zeitlich schnell zu beurteilen. Ja? Das heißt, diese Employer Branding Strategie hat auch eine ganz wichtige Sensibilisierungsfunktion der einzelnen Fachbereiche, denn oftmals ist eben die Zusammenarbeit ein Problem. Ja? Also schon mal ein ganz wichtiger weicher Faktor, den man erreicht. Dieser Projektplan, was mache ich in den nächsten 2-3 Jahren, in welcher Reihenfolge, was kostet mich das zeitlich, hat einen ganz konkreten Vorteil. Ich weiß, ich brauche zum Beispiel 500.000 Euro über 3 Jahre oder 100.000 Euro. Das kann ich mir einmal freigeben lassen vom Vorstand, von der Geschäftsführung. Und dann habe ich das Geld als Projektleiter und kann das Ganze umsetzen. Das heißt, diese Frage ist einmal geklärt. Punkt 2, ich kann darüber meinen Personalbedarf klären und bevor das Ganze überhaupt umgesetzt wird, erstmal schauen, brauche ich 2, 3 oder 4 Leute. Dieser Personalbedarf kann dann auch entsprechend gelöst werden und Mitarbeiter werden erstmal eingestellt, bevor das Ganze umgesetzt wird. Denn daran scheitert es oft, an der Zeit und am Geld. Ja? Ein weiterer Punkt ist, die Arbeit im digitalen Personalmarketing und Recruiting wird absolut professionalisiert. Die Prozesse laufen, die Bewerber bekommen eine schnelle Rückmeldung. Ja? Und das alleine führt schon zu einer Steigerung der Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter im Recruiting und Personalmarketing. Und das darf man nicht unterschätzen. Wenn die gute Arbeit leisten, gehen die nicht weg und leisten bessere Arbeit. Und das führt dazu, dass die Leute schneller eingestellt werden. Das darf man auch nicht unterschätzen, neben dem Effekt, dass Bewerber einfach am Ende in Masse und besserer Qualität kommen. Ja? So, und letzter Punkt, und das ist ganz trivial, du kriegst deine offenen Stellen besetzt. Viel schneller als vorher. Viele werden dir da irgendeinen Quatsch versprechen, ja, arbeite mit uns zusammen, nach 3 Monaten hast du deine Stellen besetzt. Das ist alles Quatsch. Ja? So eine Employer Branding Strategie deckt ganz, ganz viele Schwachstellen bei dir auf und die musst du über Jahre abarbeiten. Und in der Summe dieser Bearbeitung entsteht ein ganz, ganz großer Mehrwert, der dich dann weiterbringt. Und das dauert seine Zeit. Das kriegst du nicht gelöst, wenn du nur Social Media ein bisschen machst oder nur ein bisschen Geld steckst in Online-Stellenbörsen. Du musst das große Ganze im Blick haben. Warum? Na, überleg doch mal. Was macht denn so ein Bewerber, eine Bewerberin? Die guckt in der Online-Stellenbörse oder bei Google und findet eine Stellenanzeige, vielleicht als Erzieher oder als Fachkraft für einen technischen Handwerksberuf. Und
und klickt auf die Anzeige, liest die, ist überzeugt, geht auf die Karriere-Website, geht am nächsten Tag vielleicht nochmal bei Google rein, gibt dich da ein, findet das Google My Business Profil oder Google Unternehmensprofil, dann landet sie auf den Social Media Kanälen, dann liest den Blogbeitrag und das führt in Summe dazu, dass sie sich am Ende bewirbt, weil sie überzeugt ist. Das heißt, wir brauchen alle Maßnahmen und Kanäle, die wichtig sind und können dann nicht nur punktuelle Maßnahmen umsetzen. Und da hilft eben die Employer Branding Strategie, das große ganze Bild zu verstehen und zu zeigen, wo setzt man Prioritäten. Ja, ich hoffe, das hat dich weitergebracht. Ja, ich hoffe, du hast ein bisschen besser verstanden, warum eine Employer Branding Strategie für dich und dein Unternehmen relevant ist. Wenn du dazu Fragen hast, schreib in die Kommentare. Wir antworten dir natürlich. Abonniere unseren Kanal und hinterlasse uns einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.